Sollte wir sterben, wenn andere bereit sind, es für euch zu tun? Angst und Ehrfurcht können hilfreiche Güter sein, Herr. Na los, kommt mit, Leute. Da drüben sind noch mehr Gefangene, aber sie werden von einem großen Troll bewacht. Bringt uns hier raus! Ich glaube, das ist dieser Fresser. Bäh. Ekelhaftes Vieh. Stirb. Alter Schwede. Tötet ihn. Gut, und jetzt befreit mal hier alles. Kommt mit. Wie könnt ihr die Leute hier befreien? Ja, ich verstehe es nicht. Wo kann man die befreien? Oh, und ich habe ganz schön wenig Leben. Und noch einer. So. Unser Befreier! Hey, wir brauchen diesen Kahn nicht mehr. Nehmt ihn! Das ist ja unser verdammter Turm. Oh, unser Kran. Und dann rette ich mal die Leute hier. Verbündete dürften eigentlich immer gut sein. Hey, Mana. Zermetzel diese Halblinge. Und sammelt alles ein. Plündert, raubt, tötet. Ach, böse sein ist so toll. Und sogar so einfach. Gehen aber noch mal kurz hier lang. Ah ne, da zwei am Anfang, wo wir die Halblinge zerstört haben. So, was gibt's hier? Hier gibt's gar nichts. Und jetzt müssten wir ja eigentlich in dieses Fort kommen. Immerhin haben wir die Leute befreit.
da stehen jetzt noch die drei. Ah ne, wir müssen erst noch ein bisschen weiter, da hinten war es ja. Wir haben keine Sekunde an euch gezweifelt. Wir haben vorhin nur ein wenig gescherzt. Nichts für ungut. Ja, das will ich auch hoffen. Schön zu sehen, dass jemand zur Abwechslung mal Spaß hat. Ein ziemlich wilder Haufen, nicht wahr? In Ruboria kennt man mich als Archibald Amos Methusalem Schwabbelbauch der Dritte. Aber hier bin ich einfach Archi. Die Zeiten sind schwer. Die Halblinge haben fast alle Farmen geplündert und plötzlich standen alle in Rauschingen vor meiner Haustür. Ich wurde Bürgermeister. Ich habe Getränke, ja, aber kein Essen für sie. So, ich brauche ein paar... tapfere Ritter, die den Halblingen das gestohlene Essen wieder abnehmen. Ihr Dorf liegt im Osten. Sie haben wohl alles dorthin gebracht. Geht! Ein voller Bauch für uns bedeutet volle Taschen für euch, wenn ihr versteht. Das würde ich doch sagen, hört sich gut an. Dann bringe ich die mal hier hin. Vielleicht. Es riecht nach gebratenem Halbling. So. Nein, das sind wir ja hergekommen. Ihr habt uns befreit, danke. Ja, gern geschehen. Habt ihr einen Kürbis in der Tasche? Oder freut ihr euch so, mich zu sehen? Hey, ein diese Kreatur Kürbis. Kaufen? So, dann lasst uns mal ein bisschen Halblinge zerstören. Und dort haben wir kleine Truhe. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Ah ja. Vielleicht noch ein paar Waffen oder sowas. Ah, und da scheint es zurückzugehen. Das ist, glaube ich, der Weg. Ah, nee, das ist hier bei der Brücke. Okay, ich dachte, das wäre jetzt dort ganz zum Anfang hin, wo man in den Turm kann. Gibt's hier oben noch was? Ja. Glückwunsch, ihr habt einen neuen Dominationszauber gefunden. Dann folgen wir doch mal diesen kleinen Freaks, wo immer sie ihn auch hinbringen wollen. Ich hoffe nicht allzu weit. Immerhin wollen wir ja auch weiter Halblinge töten. Halblinge töten. Oh, die gehen doch ganz zurück an den Start. Oder? Ja. Zauber verlangsamt sich nähernde Gegner, so dass ihr mehr Zeit habt, sie zu töten. Das war alles. Wir kriegen dann noch gesagt, wie er funktioniert. Okay.
töten wir wieder Halblinge. So. Zerstört. Also, tut mir leid, ich wurde gerade in Skype angerufen und das habe ich natürlich kurz rausgeschnitten. So, es geht weiter. Wir sind dabei, Hobbs zu töten und... Ui. Achso, da sind wir hergekommen. Sieht so aus, als ob die da unten ein Fest vorbereiten. Beeilung, Meister! Das möchte ich nicht verpassen. Ja, ich auch nicht. Och nee, nicht schon wieder so einer. Töten. Zerreißt sie. Und trinkt und esst. Jetzt pinkeln die überall hin. Genial. Ja, zerstört alles. Ja. Dann gehe ich aber erst nochmal hoch und hol mir noch so ein paar weitere dunkle Handlanger. Nicht, dass wir sie am Ende noch benötigen können. Ach, 159% haben wir von denen. So, alle 10 haben zu mir zu kommen. Und bevor wir hier runter gehen, lasse ich sie wieder erstmal sich besaufen und danach hier drin ihr Unwesen treiben. Hopp, geht rein, zerstört auch diese Hütte. Sieht so aus, als ob ihr in eurer großartigen und beeindruckenden Gestalt doch hineinpassen würdet. Okay. Aber geht erstmal dorthin und gebt mir, was ihr dort findet. Und dann gehen wir mal in die Quartiere. Okay. Und zerstört. Dieses Fest wird zum Platzen gebracht. Und hier ist ein Steineschmeißer. Zerstört alles. Dort gibt es noch Futter kaputt zu machen. Und dann gehen wir mal dort entlang. Was ist denn dort?
ist zu ähnlich.